YouTube hat mir ein Geschenk gemacht. Ich bin allerdings damit noch nicht ganz zufrieden und werde heute versuchen, das Ganze etwas zu modifizieren. Um was geht es überhaupt dabei? Dieses Paket hat mich erreicht. Machen wir es mal kurz auf. Darin befindet sich dieses YouTube-Logo. Das Ganze ist beleuchtet, inklusive einem kleinen Ständer, wo das Ganze einfach reingehakt wird und dann so, wo man das Ganze dann sich irgendwohin hinstellen kann. Vielleicht hast du es auch schon gesehen. In meinem Hintergrund war es teilweise schon in Verwendung. Allerdings bin ich noch nicht ganz zufrieden. Um was es dabei geht, erfährst du gleich. Gehen wir mal kurz noch darauf ein, was es hier zusätzlich dabei. Hier auf diesem bedruckten Zettel wird lediglich erklärt, wie man das Ganze einschaltet. Und hinten ist noch ein interessantes YouTube-Logo. Zusätzlich hat mich diese Karte erreicht. Belohnung für meine Kreativität. Und da wird mir hier nochmal gedankt, dass ich auf YouTube relativ erfolgreich bin und deswegen habe ich dieses Schild kostenlos von YouTube zur Verfügung bekommen. Das Schild wird mit Hilfe von einem Netzteil mit Strom versorgt. Ich zeige es euch mal, wie das Ganze aussieht. Und zwar mal hier vorne den Einschaltknopf und wenn wir es dann einschalten, leuchtet nicht nur die rote Umrandung, sondern auch das weiße Logo in der Mitte. Da haben wir allerdings schon das Problem, was ich angesprochen habe, und zwar der Knopf. Das ist kein richtiger Knopf, wie man sich das eigentlich vorstellt, sondern es scheint irgendwie so ein touch-sensitiver Button zu sein. Allerdings, wie man hier schon sieht, ganz so zuverlässig funktioniert das nicht. Und für mich das größere Problem, ich würde das Ganze hier gerne im Hintergrund integrieren und will nicht jedes Mal nach hinten rennen, um den Schalter ein- und auszuschalten, sondern ich will das gemeinsam mit meiner Hintergrundbeleuchtung über U steuern. Wenn ich jetzt aber den Strom unterbreche und danach kommt der Strom wieder, bleibt das Schild aus und ich muss jedes Mal zurückrennen, den Knopf drücken, bevor es leuchtet. Und da will ich jetzt schauen, kann man das Schild so umbauen, dass es sofort angeht, sobald hier über den Anschluss Strom anliegt. Übrigens für alle, die es interessiert, es ist ja am Schild selber gar keine Vermerkung angebracht, was das Ganze hier an Strom braucht oder ähnliches. Die einzigen Aufdrücke, die man finden kann, sind hier ein Adapter mit dran. Und zwar soll man hier 12 Volt bei 1 Ampere Ausgangsleistung haben. Das heißt, 12 Watt müssten das in der Spitze sein. Einfach aus Spaß mache ich mir mal den Gag und schaue mit meinem Wattmeter, was hier der echte Verbrauch ist. Einmal im ausgeschalteten Zustand scheint man 0,0 zu haben. Also das Ganze scheint hier wirklich keinen Standby-Verbrauch zu haben. Und wenn ich das Schild einfach mal einschalte, dann sehen wir schon am Messgerät, Stromverbrauch geht auf knappe 6 Watt hoch. Das heißt, das Netzteil ist quasi nur zu 50% ausgelastet, sollte damit mehr als ausreichend sein, um dieses Schild dauerhaft versorgen zu können. Jetzt aber mal Butter bei die Fische und wir schauen uns das Ganze von innen an. Das Schild selbst wird, wie kurz vorher angesprochen, hier einfach nur reingesteckt. Deswegen werde ich jetzt erstmal das Logo zur Seite legen. Was mich interessiert, ist ja vor allem die Base mit dem Schalter. YouTube macht es hier scheinbar einem auch einfach und das Ganze scheint nur mit 4 Schrauben auf der Rückseite fixiert zu sein. Deswegen lösen wir die jetzt einmal nacheinander. Dann schauen wir mal, geht das schon auf? Jawohl. Hier haben wir eine relativ schwere Metallplatte, die ist auch gar nicht mal so dünn. Ich schätze mal so um die 3 mm dürften das sein. Und dann sehen wir hier schon den kompletten inneren Aufbau. Da ist noch nicht mal eine Platine mit drin, sondern in erster Linie sehe ich hier nur Kabel. Von der Funktion ist es so, dass hier unser Kabel vom Netzteil reingeht. Das Ganze geht dann hier auf diese Buchse mit dem Kabel hier unten zu einem Stecker, der hier ins Gehäuse reingeklebt zu sein scheint. Weiter geht das Kabel dann hier zu diesem Teil, das ist der Einschaltknopf auf der anderen Seite und von diesem gehen wieder 2 Kabel weiter zu einem weiteren Stecker, der dann in der Mitte zur Base geht. Der Kontakt zum Schild wird hier dann einmal mit einem Ring außenrum anscheinend realisiert und in der Mitte mit einem Pin, der hier mit Federn gelagert ist. Auf der Seite des Schildes ist hier dann das entsprechende Gegenstück. Ehrlich gesagt habe ich mir das Ganze ein bisschen anspruchsvoller vorgestellt, weil wenn ich das hier jetzt richtig sehe, müsste es theoretisch einfach reichen, wenn wir hier den Stecker rausnehmen und den Stecker von unserer Base hier rüber stecken und damit haben wir im Prinzip den Schalter hier einmal komplett außer Kraft gesetzt. Der Stecker selbst hat ja sogar einen Pin, mit dem das Ganze gesichert wird. Ich drücke den hier mal nach unten und dann kann ich hier das Kabel seitlich schon rausstecken.
Das gleiche mache ich nochmal auf der zweiten Seite. Auch hier konnte ich jetzt den Stecker einfach aus der Buchse rausziehen. Und dann werde ich jetzt einfach mal schauen, was passiert, wenn ich die Base in der Mitte versuche, hier auf den anderen Stecker wieder anzustecken. Einrasten tut das Ganze sauber. Das scheinen auch wirklich die gleichen Stecker vom Prinzip her zu sein. Im Endeffekt müsste jetzt der Einschaltknopf schon totgelegt sein. Ob das wirklich so ist, das finden wir jetzt raus. Dazu verbinde ich jetzt erstmal das Stromkabel wieder mit der Base und stecke dann mal mein Schild rein und dann sollte das eigentlich direkt angehen. Und jawohl, das geht direkt an, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt hier den Strom wegnehme und einschalte, habe ich genau das erreicht, was ich haben wollte. Das Schild geht sofort an, sobald der Strom wieder hergestellt ist. Lediglich die Rückseite muss ich jetzt noch verschrauben. Den zweiten Stecker, die lasse ich jetzt hier lose einfach drin, für den Fall, dass ich das Ganze wieder rückgängig machen will. Das Blech hier auf der Rückseite scheint hier auch vom Prinzip her auch egal zu sein, wie das reinkommt. Das Einzige, was ich hier noch sehen kann, hier sind die Schrauben leicht ausgefräst. Das heißt, diese ausgefrästen Köpfe mit dem CE-Zeichen kommen hier nach außen. Und dann kann ich das Ganze schon wieder mit den vier Schrauben fixieren. Dann steckt man das Ganze wieder rein, Strom dran und die Modifikation ist bereits abgeschlossen. Ich werde das Ganze dann mit so einem Zwischenstecker verwenden. Der ist jetzt von Osram, gibt es aber wie gesagt auch von Philips Hue. Da stecke ich hier einfach mein Netzteil rein, verbinde das dann mit der Steckdose. Ich simuliere das jetzt natürlich hier mit meiner Leiste und dann kann ich das Ganze hier per App aus- und anschalten. Meiner Fall ist der ganze Hintergrund so gesteuert, das heißt, wenn ich hier einmal dann auf eine Taste auf meiner Fernbedienung drücke, geht im Hintergrund alles aus. Wenn ich noch ein zweites Mal drücke, geht alles an und genau so wird dann am Ende das Schild im Hintergrund integriert und ich muss mich dann nicht mehr darum kümmern, hier hinten 20 verschiedene Sachen gleichzeitig anzuschalten und auch alle Kameras nacheinander anschalten. Sondern es geht dann quasi alles mit einem Knopfdruck und man kann auch nichts vergessen. Vielleicht kennst du jetzt auch ein paar YouTube-Kollegen, die genau dieses Schild haben. Dann kannst du diesen gerne das Video weiterleiten. Vielleicht wollen sie ihr Schild auch entsprechend umbauen. Denn ich finde das Ganze schon immer nervig, wenn man ein Gerät hat, das man nicht dauerhaft einschalten kann. Denn ich will es gern so, dass man das entweder zentral mehrere Geräte mit dem Schalter ausschalten kann. Oder halt mit Philips Hue oder ähnlichen Systemen das Ganze dann ein bisschen smarter steuern kann. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Video und wir sehen uns dann im nächsten. Bis dann!